Jetzt mit dem Q&A-Video. Q&A-Video zu was? Zu mir? Ich glaube, ich habe schon eine Menge Fragen beantwortet. In den letzten Jahren. Dazu sind ja auch eigentlich die Abo-Post-Openings, in die ich auch, mich auch mal ransetzen muss. Wir sind immer noch bei 6 Packs. Wir haben noch ein paar gratis Gems, die wir uns grabben können. Gib mir some Gems! Gems! Ganz viele Gems. Gut, das war nicht die Schokoladenseite, die wir gezeigt haben hier von uns. Das war echt nicht so gut. Das hätten wir besser spielen können. Ich bin als Erster, okay. What brick is this even? Wow. Yeah. That ain't great. Ich kann auch ein Dick tiefer, glaube ich, setzen. What? What the hell is this? Beide Bricken, okay. It's at least something, weil da kann ich wenigstens damit was machen. Ja. Sure. Let's brick. Oh, stimmt, wo ist eigentlich Olenoides? Das habe ich auch schon irgendwie nicht mehr gesehen. Good. I like that. So, damit können wir uns einen Scale holen, ein bisschen searchen, ein bisschen Spaß haben. Boah, mit der normalen Metal Force Fusion wäre das Deck absolut bonkers, Alter. Mit den Draws und alles, das wäre so stupid. Ich hole meinen Counter erstmal, weil ich habe keine Ahnung, gegen was das soll ich hier gegen spielen. Ich will die Combination benutzen und Counter. Genau. Wir holen uns jetzt. Das möchte ich nicht chainen. Ich will fast immer eigentlich nur Wolfflame haben, weil der stärkste ist. Der ist halt nur nett gegen TTs abzusichern, so auf dem Feld. Und die sind halt gut, wenn man halt die Wolfflames eigentlich durch ist oder halt für Rank 4 Plays gehen will. Oder halt einen guten Beatstick einfach haben will, der nicht so stark ist wie der. Und mit dem kriegt man halt am meisten die Spell-Effekte durch, was gut ist. Weil er halt durch sehr viel durchkloppen kann. Wir haben gerade Wolfflame ist eine Highscale. Dann nehme ich, glaube ich, die Silberungel, das ist eine gute Komplementärscale, weil dann kann man immer noch die Buggies nachziehen. Ja, Pendelscale brauche ich jetzt gerade eigentlich gar nicht, ne? Ich könnte auch für den Knall gehen. Könntet ihr was discarden lassen, aber ich weiß nicht, ob ihm das hilft. Spielen wir die mal aus. Es liegt gar nicht so viel herum. Ich glaube, ich habe genug für eine Episode, aber die eine Episode muss ich irgendwann mal aufnehmen. das liegt hier vorne auch irgendwo rum, aber ich muss da mal ran. Ich habe sogar noch Sachen abseits vom Abo-Post-Opening, die ich hier aufmachen kann,
Muss ich in meinem Video erklären. Battle Phase. Effekt Knall. Silberogel wäre schon fast Game gewesen, ey. Aber wir behalten das so, das ist perfekt. Wir haben nämlich zwei Discard-Outlets für zwei Interruptions, was auch immer er für ein Deck spielt, was da so hart vor sich hin brickt. Wow, ich krieg tatsächlich meinen Kaiju ab. Aber wieso den? Den kann ich doch immer wiederholen. Sure. Ich krieg auch einen starken Kaiju. Anscheinend muss er richtig hart gebrickt haben. Okay, auch einen starken Kaiju. Gib mir den natürlich den mit weniger Def. Sure. Wenn ich jemand seine Miskis gibt, dann weint er. War das nicht dieses OTK-Ding da, dass die dann... dass sie sich dann umbringen oder so? Ich kann... Okay. Ah, so funktioniert das. Okay. Tja, dann aktivieren wir doch mal Dynamiscus und banishen unseren eigenen Thunder King. Und schau mal, wie seine Karte ins Nichts läuft. Dann hat er diese ganzen Token im Angriffsmodus. Edge Badge. Kein Lichtmonster da, du kannst nichts schnorren. Und Wolflame ist ein Feuer. Wow! Er will's nochmal. Ich kann ihm nochmal Dynamiscus geben, wenn er will. Aber dann habe ich auch kein nichts mehr als Follow-up. Außer Counter, maybe. Ja. Hat er nochmal? Okay, er hat keinen Bock mehr. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwas verpasst, dass er angreift? Irgendwie wollen die immer dann direkt angreifen, um ein Game zu haben, Ruhe zu haben. Also direkt sich selbst crashen, selbst fertig machen. Done. So, nochmal ordentlich Legacy Packs. Und wir sind schon fast bei 16.000. Wir haben heute bei 13.3 angefangen. Oder bei 12.5? Oder bei 13? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Läuft gut. Wir schaffen es noch bis zu 20.000. Also nicht heute. Aber ich werde dann nochmal am Wochenende streamen, wahrscheinlich am Sonntag? Ja. Tja, wie die Dynamiscus uns gerettet hat, ne? Okay, Doppel-Counter ist a bit much. Boah, schon wieder das Deck. Wie oft muss ich denn noch dagegen spielen? Ich glaube, wir haben es ja immer dagegen gewonnen, außer wenn wir verkackt, also wenn wir selbst verhunzt haben, die Kombos. Aber diesmal haben wir kein Out. Noch nicht. Ah doch, wir können auch einfach bouncen mit Rillium. Ja. Gut, dann machen sie wieder ihren Drachluvion-Kram. Overlay, 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 overlay. Ah ne, diesmal wieder was Special. Diesmal macht er Hard-F.
Ich kann diese Karte nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay. Den kann ich als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay, das ist ein bisschen ätzend, dass wir den jetzt hier face down haben. Dass wir, dass wir das alles nicht nutzen können. Scale, Scale, Schuss, Hole Fusion. Fusionier mit aus der Hand und aus dem Extra. Für Metrelium. Haben zwei Targets. Können den bouncen. Und der juckt mich halt überhaupt nicht. Und dann bouncen kann ich ihn ja sowieso. Was laber ich? Ich kann eh nur nicht targeten. Und dann macht er es nochmal in meinem Spielzug. Aber das ist nur in meiner Endphase. Okay. Es ist schade, dass wir halt null Removal haben. Das ist so. Parametal Foes. Und die Karte ist halt absolut dead. Kann ich die gleich einfach nochmal machen. Aber dann kann er halt damit erstmal nichts anfangen in meinem Spielzug. Deine Miskis wäre mächtig. Das ist etwas müllig. Ich kann ja einfach nochmal den Effekt benutzen. Ich habe eine Low Scale, ne? Ich brauche eine High Scale. Boah, da eignet sich der ganz gut immer. Diese Hand ist sehr unzufriedenstellend. Das war ganz gut, dass wir mehrere Counter gesetzt haben, anscheinend. Damit haben wir immer noch einen live. Beziehungsweise können ihn direkt benutzen, wenn wir möchten. Ich weiß halt nicht, ob die irgendwas haben und summon mit Banish oder so. Ich aktiviere den schon mal, aber dann habe ich einen Vanilla. Falls er den Metridon vorher los wird, wird die Karte live plötzlich. Das könnte interesting werden. Noch ein MST! Bro! Wie viele MSTs hat der Typ? Gut, dann wird die Karte nicht mehr live. Dann nehme ich mal Wismo-Rüstung, um noch Searches mir holen zu können, falls er mich umrennen möchte. Ich habe einen Floater und einen Searcher. Ich kann gleich ihm nochmal Hard Earth zurückbouncen. Sonst. Wieso hat er die Scales nicht zerschossen? Warum nochmal, ey? Der Typ hat ja alles. Der hat MSTs und der komplett Combo zweimal.
Ja, ich brauche noch mehr Drachluvions. Okay. Wir haben jetzt Doppel-Counter. Kann ich damit was anfangen? Alter, er hat noch einen Backrow, Alter. Willst du mich verarschen? Wie kann der Typ noch Backrow haben? Nach dem ganzen Scheiß, ey. Are you serious? Der Typ ist unverschämt AF. Ich glaube, Parametal Force Fusion ist once per turn, oder? Finden wir es mal raus. Ich glaube aber schon. Ich habe noch ein paar Ideen. Wir haben ein gut gefülltes Extra-Deck. Das könnte interesting werden. Auch nur einmal pro Spielzug, ja. Nutzen wir Counter. Wir hätten uns eine Wismo-Rüstung zurück. Ich kann beide bouncen. Wenn es keine Gate ist da hinten. Wenn es keine Counter-Trap ist. Dafür muss ich aber alles investieren, was ich habe. Und meine Gate ist dann weg, weil ich habe alles dann aus meinem Extra-Deck dafür verwendet, was ich verwenden konnte. Mmh.
Ich kann extra mit aufs Feld fusionieren, damit ich wieder was zurück ins Extra-Deck bekomme. Pendulum für 1, 2, 3. Fusionier mit dem vom Feld und mit dem... Ich habe eine Idee. Der kann auch getargetet werden, oder? Ja. Yeah. Glücklicherweise. Mal gucken, ob dieses Play funktioniert. Wo kommt TT jetzt auf einmal her? Ich glaube, er ist immer noch nicht aus dem Gröbsten raus. Nee, ist er nicht. Ich habe noch einen Counter. Und damit kann ich mir ein Fusion Material wieder zurück auf die Hand nehmen. Um nochmal für Mithrilium zu gehen, um das Ding zu bouncen. Und damit kann ich immer noch fusionieren. Und aber diesmal beschwöre ich den, damit ich den ins Extra-Deck mitbekomme. Weil ich hätte gern mehr Materials. Da hat er sich so lange drumherum gewehrt. Und trotzdem verliert er am Ende. Sonst hätte ich jetzt eben absolut plus Mithrilium gemacht. Und das wären zwei Bounces gewesen, was sein Feld auch auseinandergenommen hätte. Achso, erstmal den vom Feld. Und den aus dem Extra-Deck, damit wir einen im Grave haben. Outskilled, outplayed, brother. Hoffentlich. Wenn er jetzt nochmal diesen Anker von da oben zieht, weil das andere ist ein Gadget, dann raste ich aus. Dann raste ich einfach aus. Es kann doch nicht wahr sein, dass er permanent dieses Ding da zieht. Parametal Force Fusion möchte ich zurückhaben und Mithrilium wäre ganz gut. Dann würde ich auch Wismo-Rüstung aktivieren, denn wir haben noch einen Counter im Deck. Und holen uns damit... Eigentlich will ich Wismo-Rüstung haben. Für den Surge. Ich weiß ja nicht, ob er durchschlagenden Kampfschaden hat. Er hat auf jeden Fall ein Gadget. I'll try. Endphase. So. Wer jetzt wieder so mal die Ankerbohrer, dann raste ich einfach raus. Das klingt schon mal gut. Es sind nur Gadgets. Das war ein echt guter Spielzug, muss ich sagen. Ja, das war gut gespielt. Aber er hatte keine Wahl. Ich glaube, sonst, soweit er absolut kommt, ist halt auch zu spät, weil dann kann ich ihm seine Kram negaten. Effekt. So, und jetzt können wir unsere Scumbag-Plays machen. Unsere Scumbag-Plays. Wolfflame ist bester Mann. Und Wismo-Rüstung versucht uns in der Endphase. So, jetzt würde ich aber gerne mal Backroads sehen wollen oder die Phantasma-Spiralkarte. Da pendle ich auch nur ein aus dem Extra-Deck. Ich kann sowieso nur ein pendeln, aber, ne? Komm, bitte, Backroad, something. Achso, ich kann das sonst noch normeln. Ich nehme mir einen Buggy.
Ja! 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 das wird jetzt... Ja, das ist Ultra-Game. Das ist ja... Wir haben ja noch... Boah, das ist... Boah, Ultra-Game, Alter. Brother. Hätte es auch vorher auf die Hand nehmen können und normeln können, aber egal. Ich will den Typen gamen. Sowas von game. Jetzt habe ich die vergessen auszuspielen, egal. Er ist dead. Oh, Buggy der Game. Ui. Da habe ich ein wenig genossen. Uiuiuiui. Ja, das war echt ein sehr gutes Game. Und da haben wir noch alles rausgeholt, was geht. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Negate gehabt hätte für den TT, wenn ich den später aktiviert hätte. Aber ich hätte immer die Parametal Force Fusion. Ja. Ja, also ich glaube, egal wie er es gespielt hat, ich glaube, wir hätten sein Feld gebrochen. So. Dann sollten wir jetzt doch wieder ein paar Legacy Packs haben, oder? Machen wir nochmal 10 auf. Vielleicht ist was mit dabei. Guten Abend, Felix Dunkel. Tentakelverteidiger, was ist denn das? Klingt nicht richtig. Einführung in die Galanterie. Na? Oh? Ich habe das Gefühl, wir haben schon mal hier was gezogen. Ich glaube, haben wir den Feuer mal gezogen oder so? Ich habe das Gefühl, wir ziehen da dauernd die freaking Mini-Drachenherrscher. Die Mini-Ruler. Mein Deck performt ziemlich gut, ja, wir haben eine gute Ratio, glaube ich. Irgendwie mit 3 Losses oder so und ich glaube, fast alle gehen auf meine Kappe, weil ich einfach die Kombos verkackt habe. Weil es ja halt nicht zu einfach ist. Golgoil. Holy smokes. Ein Gigant aus Eisen, der aus einem Riss im Dimensionsgefüge auftaucht. Okay. Aus dem Didi. Ach, das, okay. Ein Kaisergleiter. Fair enough. Missionsbonus abholen. Oh, da hinten haben wir auch schon wieder was geholt. Warum ist denn den freaking Plattenspieler erspielt? Wofür gab's den denn? Wofür gibt's denn den Plattenspieler? Hä? Hab ich was übersehen? Wo kommt der Plattenspieler her? Okay, dann haben wir einfach einen Plattenspieler. Irgendwoher, I guess. Whatever.
Okay, dann haben wir ja nur noch 4000 Punkte, die wir sammeln müssen. Dann haben wir alle Legacy Packs hier abgesahnt. Und haben dann das Event durch. Ich würde sagen, das ist dann der Rest für den Sonntag. Ich werde mich gleich kurz erholen von dem Stream und dann werde ich mit den News anfangen, die zu drehen. Denn ich muss auch morgen noch auf Locals. Da steht uns noch einiges bevor. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns wieder am Sonntag zu noch einem Stream, wo wir dann das Ganze abschließen werden. Und dann bin ich schon gespannt, was ab Montag uns hier erwarten wird. Mit den ganzen Changes, Einführungen, mal sehen, was da alles dabei sein wird. Was Konami da noch alles droppen wird, weiß ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich bin gespannt und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier vom Stream. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi.